So, und da sind wir nochmal zurück, denn das Kapitel 3 von 3 ist ja immer noch übrig. Wir wollen nochmal kurz schauen, was der Professor uns jetzt zu sagen hat. Wow, Ivar Scharf, ich glaube, wir hatten eine gespenstische Begegnung mit Grypuk. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt, aber ich habe Gänsehaut. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam alles lösen können, Ivar Scharf. Auch wenn die Dinge unheimlich werden. Das klingt doch gut. Ich melde mich bald. Zum Glück läuft immer noch das Glücksei, denn ihr seht, es gibt einfach nur Erfahrungspunkte in Kapitel 3. Die holen wir einmal ab, zweimal ab, dreimal ab. Dann können wir noch Bonbons holen, einmal 10, einmal 8 und natürlich 1080 Sternenstaub. Damit ist die Spezialforschung zu Halloween abgeschlossen. Grypuk ist im Kasten. Wow, Ivar Scharf, ich glaube, wir hatten eine gespenstische Begegnung mit Grypuk. Irgendwie scheint er jetzt genau dasselbe nochmal zu sagen. Also, der ist wie ich, der hat auch Alzheimer. Aber wir haben noch 4 Minuten auf der Uhr. Damit das nicht ganz so langweilig wird, gehen wir jetzt mal rein und entwickeln noch kurz ein paar neue Einträge, die ich mir bis jetzt aufgehoben habe für dieses Video. Wir ordnen das Ganze mal natürlich nach Nummerierung, gehen mal ganz nach unten und schauen, was wir da haben. Nein, Giratina können wir nicht entwickeln, aber das Driftlon, das habe ich mir zum Beispiel aufgehoben. Dann nehmen wir mal das Höchste und entwickeln das eine Stufe weiter. Drift Zeppelin müsste da jetzt, glaube ich, rauskommen. Mach mal den Ton noch ein Stück lauter. Vielleicht hört man da ja noch was. Mit Glücksei, das ist wieder mal sehr schlau gelöst. Und das sieht auch richtig genial aus, natürlich. Ein Ballon, aber nicht dran festhalten, sonst entführt es euch. Drift Zeppeli. Drücken wir nochmal drauf. Erstauner und Unheilböen, 2 Geistattacken. Sehr schön, fast 2000 WP. Und das nächste war das Skunkapu. Das haben wir nämlich auch noch nicht entwickelt. Da nehmen wir auch das Höchste jetzt einfach mal mit und holen uns da noch den neuen Pokédex-Eintrag. Die Dinger werden immer süßer, dachte ich. Also in Generation 2, 3, das sah ja alles so niedlich und schnuffelig aus, aber wenn man sich die Teile hier anguckt, das geht wieder in eine ganz andere Richtung. Im Pokédex registriert ein Skunktank mit Bissflammenwurf. Ist aber natürlich auch Unlicht- und Gift-Pokémon. Hat auch über 2000 jetzt bekommen. Und ja, das war's. Den Rest heben wir uns mal auf. Der Beutel quillt auch schon wieder aus allen Nähten. Deshalb hoffen wir, dass da bald endlich mal wieder eine Beutelerweiterung kommt, beziehungsweise eine Aufbewahrungsbox auf Erweiterung, wie auch immer, keine Ahnung. Items müssen mal auf 2000 gesetzt werden und die Pokémon auf 2,5, dann bin ich endlich glücklich. Das war's aber schon mit Kapitel 3. Mit dem Shinux warten wir noch ein bisschen. Wir hoffen auch aus den Zähne-Eiern mal auf das andere, was ich auch jetzt gerade wieder nicht weiß vom Namen her. Aber dann geht's auf jeden Fall nächste Folge weiter. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.